ich habe mir angeschaut, so das Video, du hast dieses Video von der Carina Pusch hast laufen Ja. gehabt, ne? Muss zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Habe ich bis jetzt eigentlich auch nicht. Ja, ich habe Also nur sie hat mit, oder so? da gab es, die hatte einen Prozess, ich wusste da, ich kannte sie auch nicht wirklich, ich habe nur mitbekommen vor einiger Zeit, es gab diese Sache mit dem ApoRed, wo sie einen Prozess gegen ihn geführt hat, weil er behauptet, sie sei eine Lügnerin. Und dann hat sie das gewonnen. Und das hat sie ein bisschen politisiert und sie macht halt jetzt auch ein bisschen in diese Richtung, keine Ahnung, Aufklärung, Feminismus oder so. Ne? Und die hat dieses eine Video über Victim Blaming, ich weiß gar nicht den Titel. Selber schuld, wenn du dich so anziehst oder so ähnlich. Irgendwie so. Und da hast du eine Reaction drauf gemacht. Da waren ein paar Sachen, die haben mich schon getriggert, muss ich sagen. Ja, da waren noch ein paar Sachen, die haben mich getriggert. Und Aber wahrscheinlich anders als dich. da würde ich gerne noch ein paar Punkte mit dir durchgehen, wenn das okay ist. Können wir machen. Ja, also grundsätzlich habe ich festgestellt, du hast ein Problem allgemein mit dem Feminismus. Ja, Ja. habe ich. Ich habe über die letzten 10 Jahre oder so viel Bullshit vom Feminismus gehört, dass ich da mittlerweile die Ausgangsposition habe, dass ich eher anti- oder skeptisch bin. Ja, Da bin ich und befangen. hast du dich beschäftigt mit feministischen Theorien oder wie kommst du dazu, dich zu beschäftigen mit Feminismus allgemein? Mehr oder weniger. Also ich war am Anfang grob. Habe ich Male Gaze beispielsweise, hatte ich anfangs komplett abgesegnet. Dachte ich mir, hey, ergibt ja voll Sinn. Also weißt du, dass du im Film quasi alles irgendwie aus der männlichen Perspektive siehst, weil die Hauptdarsteller meistens männlich sind, weil die Hauptcharaktere meistens männlich sind. Du hast, wenn ein Film gedreht wird, hast, wie die Kamera gehalten wird und so, wie die Kamera Frauen anguckt und sowas halt. So, das gehört ja alles mit dazu, dass du alles irgendwie so aus einer männlichen Perspektive wahrnimmst. Und das sehen wir in fast jedem Film. Du hast irgendwie. Wobei das war dann doch, das war glaube ich auch Male Gaze, wo es darum ging, dass du eigentlich so gut wie nie Frauen hast, die untereinander mal drei Sätze wechseln, ohne dass es dabei um irgendeinen Mann geht. So, gibt es ja auch alle möglichen Kriterien quasi und so. Und das habe ich am Anfang komplett abgesegnet. Dachte ich mir, hey, stimmt. So, ich habe auch genauso gut Frauenquote, habe ich glaube ich nie für gut befunden. Weiß ich nicht. Ich müsste jetzt quasi teilweise 10 Jahre lang zurückspulen und nochmal aufschlüsseln. Aber ich weiß noch, mein erster Kontakt mit Feminismus war, ich war voll dafür. Gute Sache. Irgendwann ist mir aufgefallen, wenn ich das mache, dann behandle ich Frauen wie Kinder. Weil ich bin so hinterher und denen soll so gut gehen und ich bin ja so am Beschützen und drumherum und wir müssen denen auch überall ein Treppchen hinstellen, als ob die das alleine nicht hinkriegen. Und dann habe ich überlegt, wie würde ich mich denn fühlen eigentlich, wenn Leute so um mich herum tanzen würden? Ich wäre beleidigt, denke ich. Wenn man mir ständig bei irgendeiner Scheiße hilft, die ich eigentlich alleine hinkriege, dann ist es aufdringlich, beleidigend und bevormundend. Und dann habe ich festgestellt, okay, Feminismus neigt auch dazu. Also nicht jeder Feminismus bevormundet und so weiter, aber er neigt dazu, Frauen zu bevormunden und Frauen auch irgendwie so als eine Kategorie zu betrachten. Obwohl jede Frau halt Und trotzdem, also jede Frau ist hochindividuell und ja. Feminismus ist meiner Meinung nach eine Linse, die gleich drüber guckt. Ja, Und aber wo hast du dich beschäftigt zu Feminismus? was? Was hast du dir da angeschaut oder irgendwas gelesen oder so? Ja, wie gesagt, da müsste ich Jahre zurückgehen. Internet, YouTube. Internet, YouTube, also ich habe jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, die Bücher der Vordenker oder so geholt oder was, sondern halt so das, was auf Okay. Social Media rüberschwappt, so wo man halt da Kontakt mit hat, wenn man nicht unbedingt danach sucht. Und jetzt bist quasi in der Gegenbewegung, weil die Frauen zu sehr bevormundet werden. Ja, was heißt in der Gegenbewegung? Weil, nee, ich mag Feminismus nicht. Ja. Ja gut, ich mag aber auch. Generell, ich sag's mal so, wenn du eine Ideologie fährst oder einen Gedanken gut vertrittst oder wie auch immer, ja, das gleiche, Alter, das im Endeffekt dazu dienen soll, dass andere Leute dein Lebenskonzept umsetzen sollen, dann habe ich ein Problem damit. Du kannst konservativ leben, du kannst deine Kernfamilie haben mit deinen 5 Kindern und deinen 3 Hunden oder so, habe ich kein Problem damit. Wenn du sagst, ich soll das machen, habe ich ein Problem damit. Aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sagt, bitte keine sexuelle Belästigung, was ja so ein feministisches Ding ist, na, Frauen wollen gleichwertig behandelt werden, wo schränkt dich das Ja, ein? natürlich sollten Frauen nicht sexuell belästigt Ja, werden. aber Ja. warum fühlst du dich bevormundet dann von dieser Ideologie? Das ist ja nicht der Take beispielsweise.
Also die Frage ist dann halt, wie rollst du das auf? Wen machst du dafür verantwortlich? Ab wann ist sexuelle Belästigung? Weil wenn ich Frauen sexuell belästige, weil ich meine Beine breit mache in der Bahn, Aber das dann ist geht ja mir das keine zu weit. sexuelle Weil, Belästigung. Das nennt sich das, wie sagt ja, wie ist man, das? Mansplaining. Ne? Manspreading ist es. Manspreading? Mansplaining ist, wenn ich einer Manspreading. Frau quasi erkläre, ja, pass mal auf, Schätzchen, ich erkläre dir das mal. Na, So, Manspl pass ja, mal auf. genau. Also, Das, was ich gerade bei dir gemacht habe, wenn ich das gemacht hätte und du wärst weiblich, wäre das Mansplaining gewesen. Manspreading ist, wenn du gespreizt mit den Beinen sitzt. Ja? Ja. Aber das ist ja nicht eine sexuelle Belästigung. Ne? Das wird als unhöflich aufgefasst. Erzähl das den Feministinnen, die das anders sehen. Gibt es das, welche, die sagen, das sei sexuelle Belästigung? Ja, Chaoten findest du halt immer. So, ich weiß nicht, ob du das jetzt. Du hast. Ja, die wirklich sagen, dass das sexuelle Belästigung ist, weiß ich nicht, weil jetzt müsste ich quasi zitieren. Da bin ich nicht zitierkräftig. Aber du hast ja letztens hier dieses Event, was die dort in Berlin hatten zum Frauentag. Da hast du auch quasi Aktivisten gehabt und die haben nichts Besseres zu tun gehabt, als irgendwie breitbeinig in der Bahn zu sitzen. So, hier, wir demonstrieren hier gegen Manspreading oder irgendwie so ein Scheiß, Alter. Als ob das irgendwie ein Riesenproblem wäre. Weißt du, was Ja, ich meine? habe ich nicht mitbekommen, was da in Berlin passiert ist. Gehen wir mal kurz Ja. ein paar Punkte durch. Ja, weil, Okay. also ich wollte nur grundsätzlich mal wissen, was ist das Problem am Feminismus? Ich habe mitbekommen am Anfang von dem Video, es geht um die Carina zeigt gern Dekolleté und so, ne? Die brezelt sich gern mal raus. Und kriegt dann Kommentare, die explizit auf ihre Brüste abgehen und diese sexualisieren. Ja, so. Ja. Und Also was ich sie nicht. zeigt Brüste und andere sexualisieren sie dann. Genau, ja. Ja, aber sie zeigt ja nicht nur ihre Brüste. So, da ist Nee, immer nee, noch sie eine zeigt auch ganze Frau. Gesichter, ja. Also, sie kleidet sich, ja, es hat einen gewissen Stil, aber es Ja. ist jetzt nicht nur, dass du zwei große Brüste siehst, Nee, sondern nee, also, da hängt noch nee, eine nee. Frau dran. Ja, so. Und dann Ja, gibt es das ist ja irgendwelche bei den meisten Typen, Brüsten so, ja, dann gibt korrekt. es irgendwelche Typen, die halt die Frau dahinter nicht mehr sehen, sondern nur mehr die Brüste und das aber auch auf ganz misssexualisieren, ja. Und dann bist du, und das fand ich ein bisschen schräg, du hast sie kritisiert und hast diese Kommentare, die gegen sie kamen, hast du gerechtfertigt. Mit Evolutionsbiologie und dass Blicke darauf normal sind und so und man schaut einfach auch mal auf Brüste und Annette Dack hat das auch gemacht und so, ne? Ich habe damit aber nicht die Kommentare gerechtfertigt. Ich Nee, glaube, ich habe nee. in meiner Reaction dazu mehrfach gesagt, dass man auch einfach die Fresse halten kann. Ja, Dass du da aber. hinguckst und dass du diese Gedanken hast oder so, das kannst du nicht unbedingt verhindern. Das sind Emotionen. Genau, das ist ja normal, So, das ist so, aber ne? Aber ich frage mich so, du hast trotzdem eine Kritik gebracht gegen sie, ne? Obwohl du ja nichts mit diesen Typen gemein hast, ne? Die sie kritisiert. ja, ich habe an irgendeiner Stelle, was das Ganze eigentlich so ziemlich auf den Punkt bringen sollte, weil sie macht daraus ja quasi Content und sagt, guck mal hier, das ist ein gesellschaftliches Problem. Und meine Position dazu habe ich dann irgendwann, glaube ich, auf den Punkt gebracht, indem ich dann später im Verlauf gesagt habe, ich denke, diese Kommentare sind zu vergleichen mit, wenn ein Affe sagt. Und wenn ein Affe sagt, dann kann dir das scheißegal sein. Ein Affe hat halt was gesehen und hat halt gesagt. Ja. So bewerte ich diese Kommentare. Mehr ist das nicht. Ja, Das, aber damit hat sie versucht nicht man das jetzt nicht irgendwie Recht? die Frau runterzumachen, damit versucht man jetzt nicht irgendwie das Patriarchat wieder aufleben zu lassen oder sonst irgendwas, sondern man macht einfach nur, weil sich da irgendwie ein paar Drähte berührt haben im Kopf. Ja, aber das ist doch kritikwürdig, sowas, oder? Inwiefern? Also keine Ahnung, löscht das, macht das weg. Natürlich ist das ist kein Beispielverhalten. Ja, Das und ist auch so. deshalb kann man es doch klar benennen. Na, du bist ein Affe, du siehst zwei Brüste und machst reiß dich zusammen, wir leben im Jahr 2024, krieg dich ein. Also ich denke, dass sie noch ein bisschen drüber hinausgeschossen ist. Und vor allem, weil sie auch, also sie hätte auch Ja, weil sie deutlich mehr betroffen Kommentare ist, einblenden ne? können und sie hätte auch Kommentare einblenden können, die deutlich brutaler waren beispielsweise. Ja. Sie hat zwei kurze, die halt tatsächlich einfach überflüssig waren, nutzlos und auch so, keine Ahnung, ey, du wirst im Internet immer solche Leute haben.
Du hast auch bei mir, bei meinen paar YouTube-Videos, die ich jetzt habe, hast du bereits Leute, die sagen, hey, du hast Haarkrebs. So, weißt du, ich meine, Digga, keine Ahnung, schreib das woanders hin. So, schreib das in dein Tagebuch oder so. Das ist, diese Art von überflüssigen Kommentaren wirst du immer haben. Du deswegen jetzt irgendeinen Aktivismus anfangen solltest, das ist halt eine andere Frage. Ja, aber jetzt, warum soll sie das nicht machen dürfen? Du kannst das doch machen. Ja, aber Aber warum stört es ich dich kann dann dann, so? ich kann dann aber auch sagen, was ich davon halte. Das ist doch der Punkt. Ja, aber wenn du letzten Endes greifst du sie an, weil sie Männer Ich denke, ich habe sie kritisiert, deswegen nicht angegriffen. die sie auf ihre zwei Brüste reduzieren wollen, ne? Und sie deshalb runtermachen wollen und sie nicht ernst nehmen wollen. Denke nicht, dass ich sie dafür angegriffen habe. Müsste ich meinen eigenen Stream nochmal gucken oder so. Ich Ja. mir ja selber nicht zu. Gut, das nächste Aber Ding ist so, warte, ich kann das sogar, ich habe mir das abgespeichert, ich spiele das kurz ab, du kannst das hören, ne? Ich spiele es nicht rein, wir hören es einfach kurz, hören wir es uns einfach okay. kurz an, ja? Nochmal so. Ich habe manchmal das Gefühl, viele Leute denken, wir hätten Sexismus und geschlechterorientierte Ungleichheit schon lange überwunden. In meinem gewonnenen Gerichtsurteil-Video, was ihr auf meinem Hauptkanal findet, hatte ich euch ja schon grob angeschnitten, wie hoch die Femizidrate in Deutschland ist. Diese Zahlen und weitere Statistiken. Femizid kriege ich schon wieder Brechreiz, Alter. Ja, so. Und dann frage ich mich so, Kriege ich schon wieder Brechreiz, Alter. Ja. was triggert dich an dem Wort Femizid? Ja, wollen wir es noch dramatischer machen vielleicht? Was noch dramatischer machen? Was ist Also, das? pass auf, du hast Holocaust, okay? Du hast Genozid. Das sind Ja. alles größere Wörter, die große Bedeutung haben, okay? Okay. Und dann guckst du dir an, die Verhältnisse in Deutschland und sagst Femizid, Alter. Ja, aber weißt du eigentlich, was das heißt? Du gehst davon aus, Ist dass mir doch das. egal, was das heißt, wenn der scheiß Kampfbegriff quasi dir schmackhaft machen will, dass hier ein Massenmord an Frauen stattfindet. Das heißt, du gehst davon aus, dass das quasi eine Auslöschung, dass das Wort Femizid heißt, die Frauen Ja. sollen ausgerottet werden. So ungefähr, ja. Weil das impliziert das. Korrekt. Femizid. Das impliziert das nicht. Ja, okay. Redest du von Maskulinizid, weil Männer sterben? Schau, ich war natürlich neugierig, Ja, okay, erklär es mir ja, bitte, dann kann ich das also. vielleicht auch besser einordnen. Der Begriff, ich hab ein bisschen geschaut, ne, gibt es eigentlich schon relativ lange, zum ersten Mal 1801 in England von einem Schriftsteller eingeführt. Und es geht einfach, es bedeutet die Tötung einer Frau. So, im Jahr 1848 kam das in irgendein Lexikon und seitdem ist das immer weiter in den Mainstream gewandert. 1970 durch die Frauenbewegung wurde es dann ein bisschen präsenter. Es leitet sich einfach vom lateinischen femina ab, das heißt weiblich, und Ja. sidere vom lateinischen cedere, das heißt töten. Das heißt Ja, einfach. okay, ja, warte mal kurz. Wenn du das jetzt so hörst und mir nochmal übersetzt, was für eine Vorstellung hast du? Eine Frau, die einfach umgebracht wird, weil sie eine Frau ist. Das ist ein Ja, Femizid. okay. Gibt's Männer, die umgebracht werden, weil sie Männer sind? Nicht so krass, wie es bei Frauen ist, ne? Wie nicht so krass. Guck mal, wie viele Männer werden in den Krieg geschickt, einfach nur, weil sie männlich sind? Nee, Nee, das. nicht nee. Da wird explizit unterschieden zwischen Mann und Frau. Und da werden explizit Frauen ausgenommen und Männer werden an die Front Schau geschickt. mal, die Ist das jetzt Corinna, die Femizid oder was? Carina erklärt es in dem Video ganz klar. Frauen werden von ihren Ex-Partnern oder von irgendwelchen Typen umgebracht, einfach nur, weil sie eine Frau sind. Ja, Männer werden umgebracht, weil sie in den Krieg geschickt werden, weil ein scheiß Krieg ist. Ja, das Und hat sie per werden se in den Krieg nichts mit geschickt, weil dem sie Männer sind. Geschlecht zu tun. Warum werden sie in den Krieg geschickt? Ja, Weil sie weil Männer sind. irgendwelche Länder einen Krieg führen Ich kann gegeneinander. mir alle möglichen Ziele herbeifantasieren, wenn ich diese Kriterien anlege. Das ist mein Punkt. Und du nimmst hier ein extrem dramatisches Wort, eine extrem dramatische Bezeichnung für etwas, was eigentlich auch nur ein Bruchteil der Gesellschaft oder so und vor allem auch nicht systemisch begangen wird. Aber kriegst Das du ist auch das so eine Nächste. Krise dann bei Suizid, Sieht nicht. wenn man von einem Suizid redet? Ja, Suizid ist ja die Selbsttötung. Du kannst Die dich ja selbst nicht Selbsttötung, ja, massenweise und ein töten. Femizid ist die Frautötung. Du Nur kannst dich ja selbst nicht massenweise töten. was du unterstellst, ist, dass Femizid heißt, alle Frauen werden ausgelöscht, was ja nicht stimmt. Und du tust das überdramatisieren. Warum heißt das nicht Homozid oder so für den Homo sapiens? Weil es ja klar benannt wird, weil eine Frau umgebracht wird, weil sie eine Frau ist.
weil der Partner nicht mit der Trennung klarkommt. Weil irgend so ein Moment, wenn der Partner nicht mit der Trennung klarkommt, dann bringt es sie ja nicht nur um, weil sie eine Frau ist. Du hast mir gerade einen zweiten Grund genannt, also liegt es gar nicht daran, dass sie eine Frau ist. Doch. So, weil das ist nämlich der nächste Punkt, den ich angreifen wollte bei diesem Femizid-Ding. Ich glaube nicht, dass die meisten Frauen, die umgebracht werden, auch nur ansatzweise die meisten, locker 80% sterben wahrscheinlich aus anderen Gründen. Und warum? Und nicht nur, weil sie eine Frau sind. Warum? Ja, wie du gerade gesagt hast, Eifersucht beispielsweise. Weil sie einem Vergewaltiger begegnen beispielsweise, der gerade vergewaltigen will. Aha. So, das ist ja nicht so, oh, ich habe Langeweile, ich könnte mal eine Frau umbringen, weil sie eine Frau ist oder so. Nee. Das findet ja nicht statt, sondern du hast aber ja immer irgendeinen sich, anderen Kontext. Ich bin der Mann, sie gehört mir und ich bringe sie um. Da geht es doch um einen Besitzanspruch, den irgendwelche abgefuckten Typen haben. Und was ich bei dir nicht verstehe ist, warum triggert dich das so? Du bist doch nicht so ein Typ. Du scheinst doch ein anständiger Typ zu sein. Du machst so deinen Gaming-Content. Du kannst normal reden. Du bist kein Vergewaltiger. Du bist kein Frauenschläger. Warum triggert es dich so, wenn solche Phänomene benannt werden und kritisiert werden? Weil ich ein bisschen allergisch bin gegen einen Appell an Emotionen. Das war genauso, aber als es um die Flüchtlinge ging. Das Emotionale kommt doch von dir. Du bist, es wird einfach benannt. Femizid ist keine emotional geladene Aussage. Femizid. Die Carina macht ein easy Video, ganz locker, erzählt, zeigt Sachen und du sitzt da und raged. Du bist emotionalisiert. Die Emotion in dieser Sache kommt von dir. Okay, und wenn du mir sagst, dass ich mich krass darüber aufrege, wenn ein Flüchtlingskind irgendwie an einem Strand angespült wird und da gibt es ein Foto von und ich bin da emotional getoucht. Würdest du sagen, das Bild an sich ist gar nicht emotional, sondern die Emotion ist bei was, mir? Was würdest hat das dieses sagen? Foto mit du, warum weichst du ab jetzt? So. Ja, weil dieses Wort ja gewisserweise dieses Bild zeichnet. Nee. Femizid zeichnet das Fakt, Bild, dass hier massenweise Frauen abgeschlachtet werden. Es ist ein Fakt, dass Frauen umgebracht werden, einfach nur, weil sie Frau sind. Und ich verstehe nicht, ich meine, ich könnte es nachvollziehen, wenn du so ein Typ bist, der sowas macht, aber das bist du ja nicht. Und deshalb ist die Frage, die ich habe, warum kommst du mit dieser sachlichen Benennung nicht klar und gehst so in den Rage? Das, damit. Ich halte das für eine extrem plakative, aber es ist extrem plakativ, populistisch und ich denke nicht, dass unter Femizid die meisten Leute irgendwie die Vorstellung haben von Frauentötung und dann würde sich mir noch die Frage stellen, warum nennt man das dann halt nicht so? Also warum nennt man das eine nicht Eifersuchtsmord? Und ist es nicht sinnvoller, sowieso die Motivation quasi sich anzugucken bei einer Straftat und nicht unbedingt quasi, naja, ich weiß nicht, ob du wirklich viele Punkte hast, wo dann eine Frau tatsächlich stirbt, weil sie eine Frau ist. Weil wie gesagt, wenn ich diese Besitzansprüche beispielsweise, wenn ich das geltend mache, als weil sie eine Frau ist, dann kann ich ja auf der anderen Seite, weil das müsste ich ja dann im Endeffekt machen, oder? Also ich müsste ja auch bei den Männern gucken. Habe ich dort nicht auch irgendwie ähnliche Dinge, könnte ich dann vielleicht auch von dem Maskulinizid sprechen oder so. Schau. Wo sind die Unterschiede? Die Statistik zeigt sie doch, die Carina. Das gibt es auch in männlichen Partnerschaften, aber das sind 3%, wo das passiert. Bei den Frauen sind es über 30%. Das ist ein Phänomen, das man thematisieren muss. So, und ich sitze dann so da und denke mir, ja, stimmt, da hat sie einen Punkt. Glaubst du, diese Zahlen kommen dadurch, dass, keine Ahnung, dass Leute mehr, also okay, ich sag's mal so, ich glaube, das liegt daran, dass Männer stärker sind als Frauen. Die sind denen körperlich überlegen. Wenn ein Mann komplett ausrastet oder so, hat eine Frau wenig Möglichkeiten, da was dagegen zu machen. Und weiter? So. Und, was ist der Punkt? Ja, der Punkt ist, dass wenn wir die körperlichen Verhältnisse umdrehen würden, ja, würde die Statistik wahrscheinlich genau andersrum aussehen. Was wäre, wenn es Milch und Honig regnen würde, würde niemand verhungern? Ja, okay. Dann lass uns reden, dass es Milch und Honig regnet. So. Okay, wenn Frauen ein Schießgewehr in ihrem Busen hätten, dann würden sie alle Männer niederschießen. Okay. Na, hoffentlich nicht alle. Und naja, hoffentlich nicht nur, aber sie Männer sind oder so. was ist dein Punkt? So, ja? Na, dass du verweigerst mein Punkt dich, ist, du verweigerst das ist ein feministischer dich, Kampfbegriff. Du verweigerst dich einfach einer Benennung von Fakten und fängst an, dich aufzuregen
und dann irgendwas herumzudrehen. Weil ich meine auch, dass alles, was unter Femizid fällt, im Endeffekt künstlich aufgeblasen wird. Also ich glaube, das Einzige, was nicht dabei sind, irgendwie Unfälle und Krankheiten oder so. Weil Ehrenmorde wären dabei. Spielt da vielleicht Religion eine Rolle oder so? Können wir da vielleicht mal drüber gucken? So. Warum fällt es dir so schwer, das einfach anzunehmen? Du kannst mir nicht erzählen, dass das kein zumindest populistischer Begriff ist. Hey, ich habe dir doch erklärt, das hat irgendein Schriftsteller hat das mal gebracht, so. Dann wurde es aufgegriffen. Das wird mittlerweile, ich habe ein bisschen recherchiert, das wird mittlerweile in der Juristik wird dieser Begriff verwendet, das wird in der Rechtsprechung verwendet mittlerweile, das wird in den Sozialwissenschaften wird das einfach als einen Begriff verwendet, so wie Suizid oder so wie Genozid und so, ja. Und ja, so wie Genozid. So wie diese Begriffe, das wird halt einfach, was ist dein Punkt? Ich habe es nicht verstanden mit Genozid. Es ist überdramatisiert. Nee, es ist einfach eine Benennung. Frau tot, Frau Tötung, Femizid. Frau tot, weil Frau. Ja, also aber das ist es ja. Ja gut, wenn das so ist, ich kann ja gucken, in welchen Kontexten ich das noch wahrnehme demnächst. Ich kann ja nochmal deine Brille drüber gucken, mit deiner Brille nochmal neu bewerten oder so, wenn das sich wirklich nur auf Phänomene begrenzt quasi, wo eine Frau, weil sie eine Frau ist, gestorben ist, wo sie nichts weiter gemacht hat quasi. Wenn das wirklich so ist, von mir aus, dann gebe ich dir den Punkt, dann ist das halt eine Bezeichnung dafür. Ich kann mir das nochmal angucken, ob das wirklich im juristischen Kontext verwendet wird. Wäre mir neu, dass es irgendjemand verwendet, der nicht Feminist ist, weswegen ich auch der Meinung bin, dass das ein feministischer Kampfbegriff ist, weil es nur Feministen verwenden, um etwas zu überdramatisieren, damit sie einen höheren Hebel haben, um ihre eigene Agenda durchzudrücken, war so mein Eindruck. Ich kann mich gehört haben. Ja, aber jetzt nehmen wir mal an, das wäre so. Was ist denn dann die Agenda, die durchgedrückt wird? Meinst du nicht, dass Feminismus ein bisschen übers Ziel hinausschießt? Was denn? Ja, was denn? Okay, wofür kämpft Feminismus? Für Gleichberechtigung von Frauen. Wo sind die unterschiedlichen Rechte? Welche Rechte habe ich, die eine Frau nicht hat? Also zum Beispiel, wenn eine Frau auf YouTube ein Video hochlädt, wird sie anders angegangen als ein Typ. So. Ja, richtig. Weil, ja. Wie willst du und das? Ich finde, eine Frau sollte auch das Recht haben, genauso wie Leon Lovelock da zu sitzen, der seine Nippel in die Kamera hält und niemand geht auf seine Nippel ab. Aber wenn eine Carina ihren Ausschnitt zeigt, dann ist Feuer am Dach. So. Und das also ist nicht Leon das gleiche Lovelock hat Recht. Nicht mal Schambehaarung. Ich glaube, bei Männern wäre die Schambehaarung dann das sekundäre Geschlechtsmerkmal. Da hat es ja noch nicht mal. Aber worüber reden wir so? Natürlich werden Frauen zum Teil noch anders behandelt. Hast du ein Recht darauf, wie Leute mit dir im Internet sprechen? Du hast ein Recht darauf, dass sie dich nicht beleidigen. Beleidigung kannst du anzeigen, das können Frauen auch jetzt schon. So, wo ist denn der Unterschied? Also, wo sind denn da die unterschiedlichen Rechte? Welche Rechte fehlen denn der Frau? Dass sie als vollwertiger Mensch behandelt wird und nicht als laufende Titten. Wo? Also das ist doch drin. Das ist doch bereits abgesegnet. Sobald sie tatsächlich beleidigt wird, kann sie das anzeigen. Sie wird doch vom Rechtsstaat jetzt schon geschützt in einem Ausmaß, der plausibel ist. Wenn du mehr Schutz haben willst, dann brauchst du mehr Eingriffe. Und da bin ich wieder mit meiner Alarmglocke und sage Vorsicht. Was ist Vorsicht? Was könnte dir passieren? Du gibst dem Staat mehr Autorität. Es geht doch nicht um den Staat. Du gibst dem Staat. Wer setzt denn das durch, bitte? Die macht ein YouTube-Video und möchte ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen. Du möchtest und du sitzt da und schiebst eine Krise. Du redest über Gleichberechtigung. Du möchtest irgendwas an den Rechten verändern. Anscheinend haben Frauen andere Rechte als Männer. Wenn du die Rechte von Frauen Staat. Erweitern möchtest. Ich rede nicht vom Staat. Wenn ich sage, es ist nicht okay, dass die Frau so runtergemacht wird, heißt das jetzt nicht, dass ich möchte, dass der Polizeibus kommt und alle niederknüppelt. Es sollte eigentlich Common Sense sein, dass man das nicht macht. So. Du redest von Rechten. Ja? Rechte beschützt der Staat. Nö. Dann kann ich dir nicht helfen. Dann kann ich dir nicht helfen. Rechte kannst du auch als Gesellschaft. Du redest nicht über Rechte, sondern du redest über Manieren. Manieren können wir anderen Leuten nicht aufzwingen. Okay. Das funktioniert nicht. Das ist Wortklauberei. Was wir machen können? Nein, Rechte werden, wenn du Recht auf etwas hast, dann kannst du das staatlich geltend machen. Ja. Wenn ich ein Recht habe auf Meinungsäußerung
und irgendjemand sperrt mich auf Twitch, dann kann ich zum Staat gehen und sagen, guck mal hier, ich wurde zensiert. Und der Staat wird, also ich zeige an, es kommt vor ein Gericht. Und wenn das Gericht entscheidet, ja, ich darf hier nicht gebannt werden, ja, dann werden meine Rechte durchgesetzt über den Staat. Rechte kann ich über den Staat durchsetzen. Und meinst du nicht, dass man das auch ohne Staat machen kann? Wenn du Rechte haben willst, ja, dann ist der Staat dafür verantwortlich, diese durchzusetzen. Ja, aber jetzt nehmen wir mal an, eine Familie und die sitzen am Esstisch und, ja, und jeder möchte eine gleich große Portion vom Essen haben. Das Recht auf eine gleich große Portion. Also und erstens dann, wüsste ich nicht, warum der Familienvater genauso eine Portion kriegen sollte wie das dreijährige Kind in dann, der Familie. Und dann kann man Punkt sich, dann, na, Punkt zwei dann sagen ist, wir mal, die sind alle ungefähr gleich alt, ist eine erwachsene Familie und dann sagen sie, wir haben das Recht auf eine gleich große Portion. Ja, jetzt muss der Staat mit der Kamera ins Haus gucken und nee, so, dass wirklich auch nee, jeder... Nee, pass nee, auf, weil du, nee, hast kein Recht, du hast kein Recht auf gleich große Portion, weil man den Familien überlässt, die Portion. Aber du kannst dann sagen als Family, hey, das ist eine gute Idee. Wir halten zusammen als Familie, jeder bekommt eine gleich große Portion. Yeah. Also was, wo du ein Recht hast, ist auf körperliche Unversehrtheit. Und wenn jemandem auffällt, dass du in deiner Familie zu wenig zu essen bekommst als Kind, dann wird der Staat aktiv und nimmt das Kind aus der Familie raus. Das ist das, worauf also du ein Recht hast. Also bist du der ultimative Staatsgläubige. Du glaubst nur, so wie du redest, glaubst du, dass das nur der Staat durchsetzen kann, dass man als Gesellschaft funktioniert? Ja, ich bin Verfassungspatriot, Alter. So, nein, es gibt Manieren und es gibt Werte. Es gibt kulturelle Werte, es gibt Benimmregeln, es gibt ungeschriebene Gesetze. Aber wenn wir von Rechten reden, ja, dann reden wir von Dingen, die wir zweifelsfall durch den Staat einfordern können. Nö. Weil wenn du es nicht durch den Staat anfordern kannst, dann hast du kein Recht darauf. Nö. Doch. Ich habe das Recht, wenn ich im Kino bin, dass es ruhig ist. Und dann kann ich, wenn ein paar Leute das Maul aufreißen, kann ich sagen, seid bitte leise. Und was, wenn die das nicht machen? Dann kommen mehr Leute und sagen, Klappe zu. Und die Leute halten das Maul. So was, funktioniert das Gesellschaft. Machen? Du brauchst nicht immer was, die Polizei und das Gericht. Aber Bartomek, ich sag dir, was passieren wird. Wenn die Gruppe, die die Fresse halten soll, groß genug ist, dass sich da keiner rantraut, beispielsweise, dann gehst du hin und sagst, seid bitte leise. Die sagen, nö, mach ich nicht, will ich nicht. Dann holst du Personal. Personal kommt, Personal sagt, seid bitte leise. Die sagen, nö, mach ich nicht. Personal sagt, ja, okay, dann müsst ihr das Kino verlassen. Sagen die, nö, mach mal nicht, wir gucken jetzt den scheiß Film, mach das Ding wieder an. Dann ruft Personalpolizei und der Staat setzt das Recht durch, von das Hausrecht von dem Kino, was seine Besucher rausschmeißen darf, auf der Begründung hin, weil du dich belästigt gefühlt, ja, hast im Kino. Also das ist Recht. Du glaubst, dass Gesellschaft nur so funktioniert. Rechte kannst du letzten Endes immer mit Staatsgewalt durchsetzen und letzten Endes wird sich jedes System auf Gewalt stützen. Nee. Doch. Nee. Weil du ohne Gewalt keine Möglichkeit hast, Störfaktoren aus dem System zu entfernen. Nee. Nenn mir ein System, das ohne Gewalt funktioniert. Alter, ich glaube, du hast ein schlechtes Menschenbild. Ne? Bist viel alleine, oder? Nenn mir ein System, das ohne Gewalt funktioniert. Nenn mir einen Staat. Nenn mir einen Staat, der ohne Gewalt funktioniert. Wir Menschen haben die längste Zeit ohne Staatswesen gelebt und funktioniert. Längste Zeit mit Gewalt? Nee, als funktionierende Gemeinschaften. Weil wenn etwas nicht mehr funktioniert, dann oder wenn etwas nicht mehr reinpasst in die Gesellschaft, dann wird es passend gemacht. Oder es wird verbannt. Verbannung, Exkommunikation hat schon immer in irgendeiner Form existiert in unserer Gesellschaft. Und wenn du nicht gehen willst, dann macht man, dass du gehen willst. Mit Gewalt. Ja. Nee, Holzweg. Hast ein schlechtes Bild von uns Menschen? Nein, ich denke, ich habe ein sehr realistisches Bild von uns Menschen. Nee. Und ich denke auch, dass wir in erster Linie darauf hinarbeiten sollten, dass wir Gewalt nicht brauchen. Dass wir den Staat nicht brauchen. Ich bin dafür, dass man nicht jeden Konflikt sofort eskaliert. Ich finde es auch toll, dass wir jetzt hier miteinander reden und du mich nicht anzeigst irgendwie, weil du dich in dein Gefühl verletzt fühlst oder sowas, wegen meinem NS-Take oder so. Ich finde es schön, dass wir das untereinander ausmachen. Das ist nämlich der Weg, wo wir nicht unsere Rechte geltend machen müssen, sondern wo wir darauf appellieren, dass der jeweils andere quasi die eigenen Rechte berücksichtigt. So, ja. Das ist immer der erste Weg. Und solange das funktioniert, ist das super. Aber in letzter Konsequenz geht es immer um Gewalt. Das ist leider so. Es geht nicht anders. Das ist nicht so. Ich bin Vater,
Ich hab einen Sohn großgezogen, ohne ein einziges Mal Gewalt auszuüben. Ja, weder auf einer verbalen oder auf einer physischen Ebene. Ja. Und das ist ein stabiler, junger Mann, der voll im Leben steht. Ja. Und es geht ohne Gewalt. Du kannst als Gemeinschaft funktionieren ohne Gewalt. Wenn ich komme Gewalt. Und deinem Sohn die Jacke wegnehmen will. Ja. Was machst du dann? Dann sage ich, dass du das nicht machst. Und wenn ich das trotzdem mache, was machst du dann? Ja, aber das ist eine Ausnahmesituation. Ja. Richtig. Ja. Wir sind mit unserer Gesellschaft mittlerweile so weit, dass Gewalt die Ausnahmesituation ist. Aber in letzter Konsequenz ist das eben die Lösung. Nee, weil das machen die wenigsten. Nee, weil dann sage ich, ich nehme deine Jacke jetzt, dann will er mir die immer noch nicht geben, dann versuche ich die den wegzunehmen und irgendwann wirst entweder du mir auf die Fresse hauen oder du wirst die Polizei rufen, die mir dann auf die Fresse haut. Irgendjemand wird mir auf die Fresse hauen müssen, weil ich massiv die Regeln des Zusammenlebens verletze. Nee, ich glaube, du hast nicht viel Ahnung vom Zusammenleben. Ist das so? Ja. Okay, also Polizei überflüssig. Warum haben wir eigentlich eine Polizei in Deutschland? Aktuell nicht, würde ich sagen. Ne? Aber aktuell nicht, warum nicht? Ich glaube nicht, dass die Polizei was Natürliches ist. Ja? So, das ist. Mittlerweile ist es notwendig, klar. Ja? Aber ich habe ein anderes Menschenbild als du. Also, weil früher hätte es jemand anderes gemacht. Aha. Also früher hätte man auch, also früher, als wir als Stamm noch zusammengelebt haben, so familienorientiert und so, großfamilienorientiert besser gesagt, dann hättest du einen sozialen Hebel gehabt quasi, den du jetzt halt bei vielen nicht hast, weil die wohnen, wenn das so isolierte Leute sind, die quasi keine sozialen Verbindungen haben oder so, dann hast du da keinen sozialen Hebel. Ne? So, und dann musst du halt Gewalt mit Gewalt aufhalten. Geht nicht anders. Früher hättest du mehr sozial, du hattest das. Verstoßen zu werden bedeutet Tod praktisch. Ja. Du willst nicht verstoßen werden, du würdest dich eher fügen quasi. Deswegen meistens reicht die Androhung von Gewalt oder das Wissen darüber, dass die letzte Konsequenz Gewalt ist, reicht, um die Konflikte irgendwie zu lösen. Ja. Aber dafür brauchst du eben diese Gewalt. Ja. Dein Menschenbild, so wie ich verstehe, ist, Menschen sind schlecht so und man muss sie dezimieren und dominieren mit Gewalt. Nein. Mein Menschenbild ist, wenn 99% aller Menschen gut sind. Oder sagen wir, alle sind gut und wir haben ein Arschloch. Dann brauchen wir Gewalt, um dieses eine Arschloch in den Griff zu kriegen. Das ist mein Menschenbild. Das ist nicht mein Menschenbild. Ist, das würde ich, mein als, Menschenbild eine, ist, das würde ich als Wehr, als Notwehr sehen, als Wehrhaftigkeit. Das würde ich nicht als eine Gewalt, als Gewalt sehen. Wehrhaftigkeit ist eine Form von Gewalt. Nee. Wehrhaftigkeit ist eine Form von legitimierter Gewalt. Nee, also no. Da lasse ich mich nicht runterziehen. Mein Menschenbild ist anders. Lass mein uns Menschenbild noch mal ist, die meisten Menschen sind gut und die meisten Menschen ja, ist mein Menschenbild. Das kann auch bestehen so. Ne? Man muss sich nicht runterziehen lassen von anderen. Man kann dagegen also halten. Und deshalb ist es wichtig. Ich will nicht, dass du mir irgendwelche Aussagen in den Mund legst, die ich nie gebracht habe. Ich habe gesagt, spieltheoretisch, ja? Systemisch. Ja. Musst du das Mittel der Gewalt bereit halten, um Störfaktoren zu entfernen? Das heißt nicht, dass die meisten Menschen irgendwie Arschlöcher sind oder Scheiße oder so. Nee, ich hatte so den Eindruck, du gehst davon aus, dass Menschen eher schlecht sind. Gut, dann ziehe ich das zurück. Eine absolute Minderheit ist vielleicht tatsächlich schlecht. Okay. Absolute Minderheit. Ja. Bleiben wir noch bei dem beim Feminismus-Thema. Ja. Ja. Ich meine, aber schau, mein Eindruck ist das schon so, auch so wie du auf dieses Video reagiert hast, dass du so eine grundsätzliche Anti-Haltung einnimmst aus einer Misanthropie heraus. Ja? Misanthropie heraus? Ja, das kam so rüber. Wüsste ich nicht. Und das kann ich dir beim nächsten Punkt auch zeigen. So, also. Benennung von Problemen bei Partnerschaft. Die Carina sagt etwas und du sagst dann auch etwas. Und das würde ich kurz mal abspielen. Okay. Zahlen habe ich hier aus dem offiziellen Bericht des Bundeskriminalamts zum Thema Gewalt in Partnerschaften aus 2021. Vergleicht man hier mal die Zahlen der Opfer zu denen, die im Zusammenhang mit einem Partnerschaftsdelikt stehen, merkt man leider ganz extrem, wie viel höher die Wahrscheinlichkeit ist, als Frau Opfer von Gewalt oder sexualisierter Gewalt zu werden, wenn es um den eigenen Partner, also ein eigentlich vermeintlich sicheres Umfeld geht. Was habe ich dazu gesagt? Jetzt
kommt. Was will ich jetzt damit sagen? Also wo ist denn jetzt das Problem? Also ist die Botschaft daraus wirklich Wohnungen meiden und Partnerschaften meiden? Weil du außerhalb der Partnerschaft seltener vergewaltigt wirst oder was? Oder was? Ich meine, tolle Zahlen und so, aber wo willst du denn hin damit? Also, Ernst oder Joke, den ich nicht... Erklär du mir, was du daraus ziehst. Naja, sie sagt, sie zitiert diese Statistik, ja, und sagt, dass die meiste Gewalt gegen Frauen innerhalb von Partnerschaften passiert. That's it. Und ja, dich triggert das und du sagst, möchte sie Partnerschaften verbieten? Nee, die Frage ist halt die Statistik. Mhm. Weil du irgendeinen Punkt machen willst. Welcher Punkt ist das? Der Punkt ist die Benennung des Faktes, dass die meiste Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften, okay, passiert. Die meiste Gewalt gegen Frauen passiert in Partnerschaften. Und, wenn das einfach nur die Information ist, okay, von mir aus. Ja, natürlich ist es das. Und deshalb sage ich, dass ich das Gefühl habe, dass du eine misanthropische Ader hast. Aber der Kontext war, wir sollen was dagegen machen, oder nicht? Also der Kontext vom ganzen Video war ja, die fängt ja an mit Kommentaren und Frauen, ja, werden sexualisiert und bla 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 und Gewalt in Partnerschaft und so weiter. Es reicht ja schon, das aufmerksam zu machen. So. Und dann ich könnte ja bezweifelt. Zum Beispiel, also wenn ich das sehe, dann denke ich mir so, aha, so und so viel Gewalt passiert in Partnerschaften, so ist wichtig, dass man darüber redet. Dass man Frauen, denen das passiert, dass man denen zuhört, dass es Möglichkeiten gibt, wo sie hingehen können, wenn sowas passiert, dass man schaut, dass dieses Gewaltpotenzial, dass das rückläufig ist und so, mhm, dass man die Gesellschaft aufklärt, davon gehe ich aus. Und du gehst davon aus, ja, dass sie sich sofort gegen Partnerschaften ausspricht. Was davon passiert in unserer Gesellschaft nicht? Von den ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast, darauf aufmerksam machen, den Betroffenen, ja, zuhören und so weiter und so fort. Was davon passiert nicht? Ja, ist eh gut, dass es passiert. Gut, dass es passiert. Okay, warum triggert dich das Video von ihr so, wenn sie das sagt? Wenn du das nochmal aufrollst und das nochmal hinsetzt und die ganzen Begründungen nimmst und so weiter und so fort, dann nehme ich ja an, dass du irgendwelche Konsequenzen forderst. Und die Konsequenzen offenbart sie ja quasi auch am Ende. Don't protect your daughters. Ja. Teach your sons. Ja. So, also das, was in der Gesellschaft jetzt ist, reicht anscheinend nicht, oder? Sonst wäre es ja kein Thema. Klar, reicht nicht. Wir sind schon weiter, ne? Wir sind schon viel weiter. Du, vor 50 Jahren war es noch normal, der Frau eine Schelle zu geben oder dem Kind eine über den Schädel zu hauen und so. Wir sind schon um einiges weiter. Die Gesellschaft ist aufgeklärter, es bessert sich. Ja. Aber es ist noch Luft nach oben. Und das sagt sie in dem Video. Und dich triggert es. Warum? Das hat sie so nicht gesagt. Doch. Hätte sie das so gesagt, hätte ich gesagt, ja, ist noch Luft nach oben. Dann wäre das Ding fertig. Was hast du verstanden? Eine langweilige Reaction oder so. Weil ich von feministischer Seite immer mehr und mehr Autorität und Staat sehe. Weil ich habe vorhin gesagt, Recht ist etwas, was du durchsetzen kannst, notfalls, ja, mit Polizeigewalt. Jetzt pass mal auf. Jetzt nehmen wir mal an, es gibt dann irgendwie so eine Ultraschalleinheit, die über Häuser fliegt und messen kann, wo Frauen geschlagen und wo werden Frauen geschlagen und wo nicht. Ja. Das könnte dir doch scheißegal sein, weil ja, du schlägst ja keine Ding, Frauen. Ja, wenn das Ding einwandfrei funktioniert, ja, habe ich damit überhaupt kein Problem. Und letzten Endes, und das, was das Ding sie macht, dahin guckt, sie macht einfach aufmerksam. Okay, pass auf. Das Ding ist, dass du in der realen Welt so ein Ding nicht haben wirst. Wenn du eine Ultraschalleinheit hast, die alle Häuser überwacht, aber du kannst sowas Ähnliches dann haben. Dann überwacht das Ding erstmal, ja, alle Häuser, um festzustellen, klar, ob da eine Frau geschlagen wird oder nicht. Ja, aber das Ding überwacht mich halt auch beim Wichsen und so, und das mag ich nicht. Du kannst eine Gesellschaft haben, wo man darüber redet, wo klar ist, dass man das nicht macht. Wo man da ist ein bisschen füreinander. Ich dachte, ich lebe in einer Gesellschaft, wo das alles klar ist und dass man das nicht macht. Aber es passiert doch noch und anscheinend haben wir noch ein Stück zu gehen. Ich sagte ja, doch. Ja, und es passiert auch noch mal, und anscheinend, Alter, haben wir da auch noch ein du Stück. Du hättest zu gehen. Doch, wärst du dann, als es in den 70er Jahren diese großen Debatten gab, dass man Kinder nicht schlägt, wärst du dann nehmen wir mal an, es hätte Twitch gegeben. Wärst du dann da gesessen und hättest gesagt, hey,
Du, scheiß drauf, vor 30 Jahren hat man sie noch vergewaltigt, die Kinder, jetzt schlagt man sie nur noch. Ist doch okay so, wir müssen nicht weitergehen. Nö, hätte ich vermutlich nicht. Ich bin ja auch nicht aber also ich sage auch nicht, dass die Gesellschaft sich nicht weiterentwickeln soll. Also das ist ja jetzt nicht so, die sagt doch nicht, du musst dir deinen Penis abschneiden oder so. Die sagt, es gibt Typen, die schlagen ihre Partnerinnen, das ist nicht okay. Wieso, du kriegst eine Krise deshalb? Natürlich ist das nicht okay. Ja, aber warum triggert dich das so? Weil die von vorne bis hinten feministischen Frame drauf hat und ich bin mir ziemlich sicher, dass Feministen gerne mal über das Ziel hinausschießen. Und was passiert dann? Dann wirst du in den Keller gesperrt. Was passiert, wenn sie übers Ziel hinausschießt? Keine Ahnung, Alter. Toxische Maskulinität wird den Jungs an der Schule abge... Ja, aber was ist deine... Du bist ja nicht mal toxisch maskulin. Was machst du? Du tust zocken und machst Reaction und sitzt eh die meiste Zeit zu Hause. Was toxische Maskulinität ist oder nicht, liegt ja nicht innerhalb von meinem Raum. Das bestimmt ja nicht ich. Das kann man ja jeden Tag neu auslegen, den Scheiß. Und dann bin ich auf einmal doch toxisch maskulin. Frag einfach nur die richtige Betroffene oder so einen Scheiß und dann bin ich auf einmal toxisch maskulin und auf einmal komme ich mit unter die Rede. Genau das ist doch und mein Problem. Und was sollte passieren? Dann kommt die böse Feministenpolizei und bringt dich ins toxisch-maskuline Lager? Dann, oder? Dann kommt die normale Polizei und bringt mich ins toxisch-maskuline Lager, Alter. Was weiß ich? Also der Punkt ist, du wirst früher oder später Konsequenzen davon in, keine Ahnung, wahrscheinlich zuerst Schwimmbäder oder so. Kann mir auch egal sein, da findet man mich in der Regel auch nicht. So, dann wahrscheinlich, keine Ahnung, Clubs oder so. Dann haben Frauen irgendwie ihren eigenen Club und wenn irgendwie, ich weiß nicht, Digga, was man da machen will. Ich weiß nicht. Ich hätte gerne, man macht jetzt viel Drama. Das ist genauso, pass auf, ich mache dir ein Äquivalent nach rechts. Ne? Du hast die ganze Zeit Leute, die labern. Nee. Migrantenkriminalität. Hey. So, die haben, deren Lösungen sagen die teilweise noch nicht mal. Die sagen einfach nur, Migranten hier, Migranten dort, Migranten hier. So, die labern einfach nur. Die stellen ja einfach nur Probleme dar, die es ja wirklich gibt. Da musst du ja zustimmen, die gibt's. Aber trotzdem hast du wahrscheinlich ein Problem damit. Warum hast du ein Problem damit? Aber weil Alter, du glaubst, dass die das machen, weil sie eine Agenda haben. Nochmal. Mit dieser Agenda. Die Leute, die mit dieser Agenda von der Carina ein Problem haben, das sind Typen, die Frauenschläger sind, die Krapscher sind, die Vergewaltiger sind, die abgefuckte Sexisten sind. Die haben ein Problem mit ihr und die haben auch ein Problem mit mir. Und ich frage mich, die Frau setzt sich hin, die macht ein Video, die macht sich Arbeit, die geht da rein, die möchte Awareness, Aufmerksamkeit schaffen und du sitzt da und du bist kein Frauenschläger, du bist kein Sexist, du bist kein Vergewaltiger und trotzdem gehst du auf sie ab. Ich verstehe es nicht. Darf ich in der Straße mal meine Beine breit machen oder ist das ein Riesenproblem, wo Frauen sich irgendwie unterdrückt fühlen? Ich glaube, den meisten ist das wurscht. So. Wie viele müssen betroffen sein, damit ich das nicht mehr darf? Du, wenn das dein Problem ist, ob du dich breitbeinig in die Straßenbahn setzen darfst oder nicht, und das dazu, dass du der Frau ihre Kompetenz absprichst und irgendeine feministische Agenda vermutest, wäre es Zeit beim Gaming zu bleiben. Ich vermute eine feministische Agenda, aber ich spreche ihr nicht die Kompetenz ab. Das mache ich nicht. Also, sie als Bodypainterin oder so, sie scheint gute Arbeit zu machen. Ich denke, sie ist durchaus kompetent in dem Bereich. Ja, na gut. Nächster Punkt so. Pass auf. Das ist auch wieder so. Also schau, ich sag's nochmal. Ich sag mal so, ich habe das Gefühl, du suchst die ganze Zeit das Haar in der Suppe. Ja, ich sag's mal so. Das kann sein, weil ich habe ja bereits gesagt, bei Feminismus bin ich voreingenommen. Ja, so, pass auf. Ich lass mal laufen. Gewalt. Das sind auch wieder unfassbare 23%. Das eigentlich Heftige daran finde ich übrigens auch, dass das hier die offiziellen Zahlen der Kriminalstatistik sind. Schaut man hier nochmal in die Befragung aus 2004, die ja eine anonyme Befragung war, gaben dort sogar 50% an, sexualisierte Gewalt schon durch den Partner oder Ex-Partner erlebt zu haben. Die Befragung ist jetzt natürlich deutlich... Wer wurde denn überhaupt gefragt? Ja, okay. Offensichtlich nur die, die das erfahren haben, nicht wahr? Da habe ich auch gewisserweise ein Problem, weil das Ding ist halt, es gibt da halt auch so Wiederholungsopfer. Nicht, dass ich denen irgendwas unterstellen will, außer vielleicht, dass sie ein ungesundes Verhältnis zu Männern haben oder beziehungsweise gewisse Warnsignale anscheinend auch nicht wirklich, nicht auf die gleiche Weise verarbeiten wie andere Frauen. Kann ich mir vorstellen. So, das ist eine anonyme Umfrage aus dem Jahr 2004, ja? Du gehst und sagst, es kann ja sein, dass nur Frauen befragt wurden,
die schon mal Gewalt also, erfahren haben. Das war meine Konklusion, weil da stand ja warum? Quasi drunter die wieso? Betroffenen. Warum gehst du davon aus? Nee, wieso? Was? Da muss wir haben. Das ist eine scheiß Umfrage die unter Frauen. Die Statistik zeigt ja quasi, wo es passiert ist und wie es passiert ist. Oder wo. Frauen wurden befragt, ob sie Gewalt erfahren haben. That's it. Irgendwelche Frauen, random. Du framest guck dir die Statistik an. Du framest die Statistik an. Ja, du framest das wahrscheinlich nur Frauen, wo die Frau keine Gewalt. Hey, Baba. Ja. Die Statistik dort schlüsselt auf so und so viele Fälle zu Hause, so und so viele Fälle im Park, so und so viele Fälle hier, so und so viele Fälle da. So. Da ist kein Platz, wo es nicht passiert ist. Weil wenn du auf dieser Statistik auftauchst, dann ist hier etwas passiert. Ja, weil die nicht befragt wurden. Schau her, wenn 49,3% sagen, sie haben Gewalt erfahren. 49% von wem? Von 100%. Was sind die 100%? Die 100% sind die Gewalt erfahren haben. Die Hälfte haben. Von denen hat Gewalt erfahren. Nein. Wenn du die alle zusammennimmst, hast du nur Frauen, die Gewalt erfahren haben. Nee. Doch, wenn du das alles zusammennimmst, hast du 100%. Und 100% aller Frauen haben nicht Gewalt erfahren. Nee. Ist das so? Sag mir die Statistik nochmal. Blend's in deinem Stream ein oder so. Ja, ich mach's gerade. Dann mache ich hier. Von 100% haben 49,3 Gewalt durch den Partner erfahren. 22,3 Gewalt durch flüchtig Bekanntes. Es gibt nämlich auch Frauen, denen das schon mehrmals. Ne? Es kann sein, dass eine Frau dabei ist, die von einem Partner, die aber auch in der Schule das erfahren hat. Es kann sein, dass eine Frau dabei ist, die von einem Partner, dann aber von dem Nachbarn und vielleicht auch Betreuungsperson oder so. Wenn du alles zusammenrechnest, kommst du vielleicht auf 100%? Nee, kommst du auf mehr. Wenn du das sein? Alles zusammenrechnest, kommst du auf mehr als 100%. Ist das so? Ja, ist er so. Das sehe ich auf. Schau einfach hin. Ich sehe die Zahlen leider. Warte mal. Ich mach mal schärfer. HD, cool. Okay. Was haben wir hier? Ja, kommst du auf mehr als 100. Ist so. Okay, gut. Ich meine, schau, du bist ja, ich unterstelle dir das jetzt, aber du bist, ich meine, Alter, du kannst reden, du kannst dich ausdrücken, du bist ja kein Vollidiot, Alter. So. Ja, aber guck mal, jetzt hast du... Was ziehst du denn da eigentlich ab? Ne, ich habe da tatsächlich nicht genau hingeguckt, wie es aussieht. Ja, aber das, was du sagst, ist ja, das, was du sagst, ist, vielleicht wurden nur Frauen befragt, die Gewalt erfahren haben. Und vielleicht haben die ja ein spezielles Händchen für Männer. Ja, so kann ja sein, dass sie ein ungesundes Verhältnis zu Männern haben. Und das, was du da machst, ist, letzten Endes sagst du dann so, naja, dann sind sie ja vielleicht eh selber schuld. Also zwei Punkte. Und die Frage ist, wenn sie eine gute Therapie gemacht hätten, dann wären sie deiner Meinung nach nicht in der Statistik wahrscheinlich. Punkt Nummer eins. Ich habe die Statistik falsch gelesen. Ich habe nicht genau hingeguckt, was da abgebildet wird. Ja, aber warum machst du das dann? Mein Fehler. Warum sitzt du da und machst dieses Video von ihr die ganze Zeit runter, wo es um eine wirklich wichtige Sache geht und machst das nur so halbherzig? So, das ist nicht okay. So, und Punkt zwei ist, es gibt tatsächlich Frauen, die immer wieder in solchen Beziehungen landen. Ja, das gibt's. Okay. Das ist eine Minderheit und das wird auch dort in der Statistik eine Minderheit sein. Sind vielleicht, gib mir 5, gib mir 10%, was auch immer. Ja, klar. Und trotzdem sind es die Typen, die das machen und die Frauen schlagen. Selbstverständlich sind es die Typen, die das machen. So. Sind trotzdem die Männer, die das machen. Mich haben dort zwei Gedankengänge. Einen habe ich nicht zu Ende geführt, den habe ich nur gedacht. Das war, es gab eine Statistik mit, die Umfragen gemacht hat, bei Frauen, auch random auf der Straße im Endeffekt, ob die schon mal Gewalt erlebt haben oder so. Ja. Und dann kam bei raus, dass irgendwie über 70% oder was haben bereits irgendwie Gewalt erlebt. Und dann hat man sich die Fragen angeguckt und da war irgendwie Schubsen mit dabei und das war bezogen aufs ganze Leben. Also wenn du in deiner Schule irgendwie mal geschubst wurdest, dann tauchst du dort bei den 70% der Frauen auf, die Gewalt erlebt haben. Das halte ich für ein bisschen meh. So, und ich dachte zuerst, dass sie die Statistik zeigt und habe dann erstmal geguckt, ist das überhaupt die? Weil bei den 70% wurden ja auch welche gefragt, also wurden alle gefragt und um die 30% haben gesagt, nö, habe ich nicht. So, und dann dachte ich, okay, gut, wenn ich die Anzahl der Befragten dort auf der Statistik habe,
Und die Balken kommen irgendwer hier hin. Da habe ich grob drüber geguckt, habe ich nicht genau geguckt. Und ich dachte mir, sind wahrscheinlich um die 100%. Und wenn es 100% sind, dann reden wir nur von Betroffenen. Und dann ist es eine Aufschlüsselung der Betroffenen. So habe ich den Graph interpretiert. War wohl falsch. War falsch, ja, so Ja. eindeutig. Ja. Das war eine Statistik aus dem Jahr 2004. Und du sagst, du lässt diese Statistik gelten, weil sie aus dem Jahr 2004 ist. Ja. So, In welchem und Kurs habe ich gesagt, lasse ich gelten? dann oh doch, die lässt du noch eher gelten, weil eine heutige Statistik wäre, würdest du schon kritischer sehen. Und ich spiele dir das mal ab, Ach so. was du da dann gesagt hast. Ja, und da hat es mir schon, muss ich sagen, ich stand in der Küche, habe Geschirr gewaschen, mich konnte es nicht aus den Schuhen kippen, so, aber mir hat es die Zehennägel aufgerollt. Naja, jetzt will ich aber was hören. Ja, pass auf. Und dann ist natürlich halt wieder die Frage, wo ist dann für dich eigentlich sexuelle Gewalt und so weiter? Weil, wie gesagt, es ist halt eine alte Statistik, deswegen bin ich geneigt, dir eher zu glauben Zwei, als einer vier, neuen ja. tatsächlich. Bei einer neuen hätte ich Angst, dass dort halt so schlechter Sex sozusagen mit drin wäre. So Sex, wo Das man war jetzt. quasi unterwegs merkt, so ja, wir sind so zusammen, wir sind in einer Beziehung. Ich lasse ihn mal drüber steigen und warte, bis er fertig ist. So, das ist keine Vergewaltigung, das ist schlechter Sex. Also, ist dir das schon mal passiert? Schlechten Sex gehabt mit einer Freundin und dann plötzlich warst du ein Vergewaltiger? Nee, aber ich Nee. könnte behaupten. Ist das schon mal passiert, sowas? Ist das schon mal passiert, eine Frau hatte schlechten Sex und dann ist sie unbefriedigt und geht zur Polizei und macht eine Anzeige? Ach so, das meinst du. Nee, das Ja, Narrativ mache das ich ja hast du ja nicht gerade auf. gesagt. Ne? Das könnte sein, dass das in der neuen Statistik drin ist. Ja. In Ja, den neuen glaubst du Statistiken würde das? sowas als Sag jetzt mal, Vergewaltigungserfahrung sehen. trollst du einfach nur auf Geschissen oder glaubst du das wirklich? Ich bin mir ziemlich sicher, dass in einer modernen feministischen Statistik genau Aha. so ein Scheiß als Vergewaltigungserfahrung durchgeht. Okay, ja. Das ist deine Welt, in der du lebst. Das ist die Welt und das ist die Linse, mit der ich Feminismus. What the fuck? Du glaubst, Systeme kommen ohne Gewalt aus. Du glaubst, dass eine Frau, die schlechten Sex hat, zur Polizei geht und eine Anzeige macht, weil sie nicht befriedigt ist? Was hast du für ein Bild von Frauen? Was hast du für ein Bild von der Welt? Was bist du für ein Typ, Alter? Baba, in Deutschland gibt es über 80 Millionen Menschen. Ungefähr die Hälfte davon sind Frauen. Glaubst du, unter diesen 40 Millionen Menschen ist keine einzige Frau dabei, die das macht? Du schaust ein Video, wo es um sexuelle Gewalt geht, wo es um Gewalt geht in Beziehungen, wo es um Vergewaltigungen geht und das, was dir einfällt dazu, ist zu sagen, es kann ja sein, dass ein schlechter Sex dabei war und die Frau fühlte sich unbefriedigt und hat das als Vergewaltigung gemeldet. Alter, ich meine, schau, so vom Prinzip muss ich sagen, du tust mir eigentlich schon leid, ne, so. Glaubst du, es ist noch nie passiert? Also das halte ich, dass das mal vorkam, dass eine Frau, weil sie schlecht gevögelt wurde, zur Polizei ging und gesagt hat, das ist eine Vergewaltigung gewesen, tue ich mir schwer, das zu glauben. Ohne Scheiß. Ohne Glaubst du, Scheiß. dass Frauen behaupten, vergewaltigt worden zu sein, ohne dass sie überhaupt Sex hatten mit einem Mann? Kannst du dir vorstellen, dass sowas passiert? Kann schon mal vorkommen, ja, klar. Okay, und warum dann das andere nicht? Alter, bist du deppert. Warum sollte eine Frau nicht, die sowieso vorhat, den Mann vielleicht Ja. anzuzeigen, mit dem Mann schlafen, die Spuren zu sichern, damit zur Polizei zu gehen, den anzuzeigen? Glaubst du, sowas ist schon mal vorgekommen? Ja, Alter, du hast ein grobes Problem. Baba, kann Nee, es du sein, dass hast so etwas wirklich, schon mal du hast ein vorgekommen ist? grobes Problem, Alter. Baba, kann es sein, dass so etwas schon mal vorgekommen ist? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Wollen wir noch weitermachen oder reicht's? Wir können gerne weitermachen. Du Also, du. möchtest meine Frage nicht beantworten. Nee, du hast einen komplett schrägen. Also, ich sag's, du hast ein ganz schlechtes Bild von uns Menschen allgemein. Du hast ein ganz Weil, schlechtes Bild von uns Menschen. Du hast ein ganz schlechtes Bild von Baba, Frauen und von glaubst du, Männern dass es schon mal auch. Von vorgekommen ist? Männern auch, Alter. Und den Schuh ziehe ich mir nicht an von dir, was jetzt kommt. Wir reden hier von Vergewaltigung und Missbrauch und Schmutz. Wir reden von dem Und du schmutzigsten Teil, sagst, es den kann ja unsere sein, Spezies zu dass bieten eine hat. Frau schlecht gebumst wurde und deshalb macht sie eine Anzeige. Das ist respektlos, Mann. Das ist respektlos, Alter. Gegenüber jeder Frau, die vergewaltigt wurde, gegenüber jeder Frau, die irgendwie Missbrauch erfahren hat, gegenüber jedem Menschen, der Missbrauch erfahren hat, ist das zutiefst respektlos, was du machst. Und es ist auch respektlos dir gegenüber. So, und Ist jetzt das pass dein auf. schauspielerisches Talent, was du gerade Nee, gezeigt nee, hast, das oder? regt mich auf. Ich bin ich hier gerade. Ja? Na So, gut. pass auf. Das nächste,
Pass auf, geschlechtsspezifische sexualisierte Gewalt. Mhm. Und dann kommt von dir, und wo ich mir auch sage, Alter, ich habe schon so meine Probleme mit dem, was man so als Männlichkeit, zumindest als Ideologie zusammenfassen kann. Aber den Schuh, den du da bringst, ziehe ich mir auch nicht an. Ja, pass mal auf. Motten oder sonstige Sachen geht, das ist doch bescheuert. Was wir aber also sehen, wir haben in Deutschland ein großes Problem mit geschlechtsspezifischer sexualisierter Gewalt. Haben wir das? Weil okay, dass Männer häufiger Täter sind und Frauen häufiger Opfer, das ist ja quasi schon biologisch vorprogrammiert. Ja. Dass, ob wir in Deutschland damit richtig... Also, du gehst davon aus, dass wir Männer... Lass den Tag weiter. Nee, du gehst davon aus, dass wir Nimmst Männer... Du mich aus dem Kontext. Ist nicht aus dem Kontext. ...richtig großes Problem haben, würde ich gerne daran ablesen, wie es mit anderen Ländern aussieht. Ja, so. Vielen Dank, das ist ein Sportprogramm. Das ist die Frage. Haben wir das? Weil okay, dass Männer häufiger Täter sind und Frauen häufiger Opfer, das ist ja quasi schon biologisch vorprogrammiert. Also, ich sag dir was, das ist nicht so. Das ist nicht so, dass du ohne Scheiß sagen, dass wir Männer es biologisch vorprogrammiert haben, dass wir Vergewaltiger und Triebtäter sind? Nein. Das sagst du so. Nicht. Das sagst Nein. du. Doch. Nein. Hast du Nein. gerade gesagt? Nein. Es ist Nein. biologisch vorprogrammiert. Nein. Doch. Wo? Zeig mir den Punkt, wo ich das sage. Haben wir das? Weil okay, dass Männer häufiger Täter sind und Frauen häufiger Opfer, das ist ja quasi schon biologisch vorprogrammiert. Dass Männer häufiger Täter sind und Frauen häufiger Opfer, ist biologisch vorprogrammiert. Wenn 5 von 100 Männern Täter sind und Frauen nur eine von 100 Täter werden, dann sind Männer häufiger Täter. Und du gehst davon aus, dass das biologisch ist. Wir reden hier immer von einer Minderheit. Gehst du davon aus, dass das biologisch ist? Und die sind meistens Männer. Aber ist das biologisch? Natürlich ist das biologisch vorprogrammiert. Ist es nicht. Doch, weil Männer körperlich überlegen sind, werden sie mit Gewalt öfter ihre Interessen durchsetzen. Nein. Und natürlich ist das ein Punkt, was wir auch in der Beziehung berücksichtigen müssen. Nee. Weil wenn das nicht der Punkt ist, Baba, am Ende von ihrem Video hat sie auf dem T-Shirt stehen, teach your sons und nicht protect your daughters. Wenn wir dieses Problem nicht hätten, dass Männer körperlich überlegen sind der Frauen, müssten wir unseren Söhnen nichts beibringen. Bullshit. Gehst du davon aus, also das ist dein Weltbild. Dein Weltbild ist, wenn jemand stärker ist, ist er automatisch dem anderen überlegen und macht ihn fertig. Das ist dein Weltbild. So. Baba, bist du noch bei mir? Das ist dein Weltbild. Wir reden von Kriminellen. Wir reden von Vergewaltigern. Im Schädel. Ein Vergewaltiger, der nicht vergewaltigen kann, weil er körperlich unterlegen ist, wird schwerer zum Vergewaltiger. Wenn der Trieb auf beide Geschlechter gleich stark verteilt Alter, ist, was, schau, und eins noch der mal. Beiden Geschlechter kann du. Seine Interessen aber gegen den Willen des anderen Geschlechts öfter durchsetzen, aufgrund der körperlichen Überlegenheit, dann wird das statistisch auffallen. Meinst du nicht? Du sagst, es ist biologisch so, dass wir Männer so sind. Ich sage, das ist nicht so. Das weise ich vollkommen zurück. Dumm, Alter. Das weise ich zurück. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Das nicht ist dein jeder Weltbild. Mann. Hey, pass auf. Ich hab in dem gleichen Scheiß-Stream, den du dir anscheinend angeguckt hast, habe ich gesagt, dass evolutionsbiologisch wir Männer in erster Linie darauf getaktet sind, eine Frau zu beschützen, weil wir wissen, dass wir somit besser rankommen. Weil die Wahrscheinlichkeit, sich vorzupflanzen, ist deutlich höher, wenn du einer Frau quasi deinen Wert demonstrierst, indem du erstmal als Beschützer hingehst. Dass du ein Vergewaltiger bist, was dazu führen wird, dass eine Frau gegen dich arbeiten wird und dein Kind nicht austragen wird, das ist evolutionsbiologisch ziemlich scheiße. Und deswegen ist das eine Randerscheinung in unserer Gesellschaft. Und wir Männer sind nicht Vergewaltiger. Das habe ich niemals gesagt. Ich habe gesagt, der Teil der Männer, der Vergewaltiger ist, ist ihren Opfern körperlich überlegen. Und das ist Teil des Problems. Das habe ich gesagt. Und jetzt hör auf, mir irgendeine Scheiße in den Mund zu legen, die ich nie gesagt habe, Junge. Das war mein Schauspieler. Dass Männer häufiger Täter sind, ist biologisch vorprogrammiert. Das kann sein, dass du einen Scheiß gesagt hast, dann sag es wenigstens, weißt? Dann hab die Eier und sag, okay, ich habe einen Bullshit gelabert.
Ja, ich sitze da, ich schaue mir das Video an. Hör dir die Aussage nochmal an, sag mir, wo ich gesagt habe, dass wir Männer so sind. Ich habe gesagt, dass die Männer öfter Täter sind. Ich möchte einfach dagegen reden, weil mir die Alte am Arsch geht und ich sowieso einen Film gegen Feminismus fahre und deshalb labere ich einfach Scheiße. Und jetzt sitzt halt jemand da und der zeigt mir das. Okay, dann habe ich einen Fehler gemacht. Es tut mir leid, weißt du, das kann man auch mal machen. Ist halt schon ziemlich lächerlich, was du machst, ehrlich gesagt. Ja, pass mal auf, ich habe noch einen geilen Punkt hier für dich. So, mal schauen, was du sagst. Ich bin gespannt, der muss mich ja richtig umhauen. Ja, ja, pass auf. Pass auf. Sexismus ist nicht gleich sexuelle Belästigung. Sexuelle Belästigung ist ein Produkt, das aus Sexismus resultiert. Wohingegen Sexismus das Thema der Diskriminierung. Hey! Also, ich glaube, sexuelle Belästigung resultiert erstmal aus Paarungsverhalten. So ein Beiz. Also. Ne? What the fuck? What the fuck, Alter? Sexuelle Belästigung resultiert aus Paarungsverhalten, sagst du. Ja. Was hast du denn? Bist du Evolutionsforscher? Wo hast denn du studiert, sag mir mal? Das ist zurzeit so mein Modell, mit dem ich mir das meistens erkläre. Ja, und wo schläfst ein bisschen Honigwabe und Schattenmulchi laufen nebenbei? Und, oder schläfst du ein, während du Call of Duty spielst? Und dann ziehst du dir sowas aus der Nase, Alter? Sag doch wenigstens DBD, Digga. Ich zock nicht mal. So, Alter, das ist ja mal Alter, völlig hören, was fährst du für? Ja, was fährst du für sexuelle... Alter, what the fuck? So, ja, ich sag's nochmal. Alter, du hast ein Weltbild. Möchtest du dich noch ein bisschen aufspielen? Soll ich das danach irgendwie nochmal erklären, wie das gemeint war, damit ich das irgendwie... Oder willst du gar nicht? Ja, na, erklär's. Ja, komm. Okay, mach mal. Pass auf. Stell dir vor, wir gucken uns jetzt keinen normalen Mann an. Ja, wir gucken uns einen Hurensohn an. Ja. So einen richtigen Krapscher. Den gucken wir uns jetzt an. So, der geht in den Club, der sieht eine geile Frau und der krapscht die an. Was glaubst du, welcher Teil in seinem Hirn ihn dazu bringt, sie anzufassen? Weißt du, um was das da geht? Da geht es einfach um Macht. Da geht es um Macht und Demütigung. Das ist eigentlich das, was sexuelle Belästigung ist. Da sind wir schon beim Psychopathen. Ich rede jetzt einfach nur von dem Krapscher, der nichts im Hirn hat. Nee, Der will keine Macht ausüben oder so. Es geht um Macht. Es gibt so viele Männer, die seit Jahrzehnten keine Frau haben. Und die das nicht machen. Er hat einen Trieb und er hat einen Trieb nicht unter Kontrolle. Die seit Jahrzehnten keine Frau machen und die tun das nicht. Seinen Trieb hat er daher, weil in der Evolution sich ein gewisser Trieb herausgebildet hat. Nee. Und wenn du nicht in der Lage bist, damit umzugehen, aufgrund von geminderter Intelligenz oder so, dann könnte es sein, dass du Frauen angreifst. Es gibt die dümmsten Menschen, die sowas nicht machen. Da geht es einfach nur um geschissene Macht. Und so Leute muss man in die Schranken weisen. Und die müssen wissen, dass sie sowas nicht zu tun haben. Und das funktioniert als Gesellschaft. Und das funktioniert nicht, wenn so ein Typ wie du sie da sitzt und 4 Stunden auf dieses Video reactet und die ganze Zeit nur dagegen redet und irgendwelche Scheiße labert, für die er nicht mal begründen kann, Mann. Du kannst das nicht mal begründen. Ich denke, ich habe die meisten Punkte, die ich gebraucht habe. Nee, kannst du nicht, Alter. Du ziehst dir irgendeinen Scheiß aus der Nase, Evolutionsbiologie, und die Männer sind... Es ist faktisch falsch. Es ist faktisch einfach falsch. So, und jetzt zeige ich dir den letzten Punkt. Jetzt pass mal auf. Und da zeige ich es dir sogar... wie komplett daneben du liegst. Ja? Einfach nur, weil du dagegen sein möchtest, weil der Feminismus kommt und der wird mir meinen Zumpferl abschneiden. Ja? Der böse Feminismus wird mir meinen Penis abschneiden, den du eh nicht mehr brauchst. Alle 3 Tage tötet ein Mann seine Partnerin. Als ob der nicht wüsste, dass Mord strafbar ist. Ja, du musst ihn einfach nur aufklären. Wobei, der Mann, der seine Partnerin tötet, da sind auch sehr viele Tötungen auf Verlangen dabei. Es sind Tötungen auf Verlangen dabei in diesen Partnerschaften. Das hast du recherchiert, nicht wahr? Das hast du recherchiert, oder? Alte Paare, wo ein Teil dann den anderen tatsächlich auf Verlangen tötet, soweit ich weiß. Das macht irgendwie 2 Drittel oder so der Statistik aus. Ja, also das macht ungefähr 2 Drittel, sagst du, macht das aus. Ich kenne die Zahlen nicht, sage ich auch. Ja, ungefähr, du kennst die Zahlen nicht, aber es macht ungefähr 2 Drittel aus. Ja, pass mal auf. Das macht einen großen Teil aus. Komm, geh mal auf den Streambildschirm. So. Geh mal Streambildschirm. Du hast das recherchiert und... Das ist es. Siehst du hier? Mord und Totschlag ohne Totschlag auf Verlangen. Hier, ich hab's dir sogar, gelb markiert. Das ist genau das, was sie in ihrem Video zeigt. Das ist genau das, ohne Verlangen. Ja. Ja, so. Was willst du noch? Haben wir da auch Mord und Totschlag mit Verlangen? Ja, okay, das ist da anscheinend nicht drin.
Cool. Und weiter? Also bezieht sie ihre Aussage genau auf diese Zahlen? Ach, alter Junge. Du, schau, das Ding ist halt, weißt, wenn du ein Sautrottel wärst, wär's okay. Nee, nochmal, das ist eine ehrliche Frage. Du bist ja halbwegs clever. Du bist ein halbwegs cleverer Typ und das macht's richtig peinlich, das Ganze hier. Das macht's richtig peinlich. Weil du halbwegs smart bist, ist das richtig peinlich so. Ja. Nee, nochmal, warte mal. Ich hätte gern nochmal Ihre Aussage. Sie bezieht sich auf diese Statistik und du sagst, die meisten... Bist du sicher, dass sie sich auf diese Statistik bezieht? Ja, doch. Es schreibt im Chat jemand. Im Chat schreibt das wer. Du liest der im Chat wird schon recht haben. Alle drei Tage. Yisil schreibt bei dir im Chat hier, alle drei Tage tötet ein Mann seine Partnerin, als ob er nicht wüsste, dass Mord strafbar ist. Und du sagst das darauf, dass die meisten auf Verlangen passieren. Ja? Und das ist Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Ja? Die Tötungen auf Verlangen sind nicht Teil der Statistik. Also egal, wie du es drehst. Wir haben zwei Optionen. Entweder bezieht sie sich nicht auf die Statistik und meine andere, das ist eine Option. Die andere Option ist, sie bezieht sich auf die Statistik, die du gerade gesandt hast und die Tötungen auf Verlangen sind gar nicht erst dabei. Das heißt, wir wissen jetzt Stand nicht, ob diese Zahl vielleicht noch doppelt so groß ist. Ja. Das heißt, du hast mich bis jetzt nicht widerlegt. Doch, habe ich. Aber du bist zu stur. Du bist einfach zu stur, das zuzugeben. Na, ich mache das eigentlich die ganze Zeit, aber du Nein, bist ich zu hab, stur. Nein, ich habe dir... Du hast doch bereits einen Lackmustest. Du hast mir eine Statistik gezeigt, die ich falsch gelesen habe. Und ich gebe zu, dass ich sie falsch gelesen habe. Ja. Wenn das jetzt nochmal vorkommen würde, würde ich das zugeben. So, du kannst mich immer noch debunken. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich habe es ein paar Mal gemacht. So. Ich hoffe, dass ein paar Leute gecheckt haben, so, was da eigentlich läuft bei dir. Und ich glaube, du hast hier nichts Besseres zu tun gehabt, den ganzen Talk über, als mir mieseste Unterstellungen zu geben. Was ich gesagt habe, aufs Übelste zu missframen. Ich hoffe, dass dich das irgendwie, dass es irgendwie durchkommt. Ich glaube es nicht. Na, du fährst einen komischen Film. Und jetzt machst du den Jesus, Digga. Ja. Ich mach nicht den Jesus, Mann. So, bisschen Bildung, viel Gefühl. Ja, bisschen Bildung für dich, Alter. Viel Fühli, so, aber so auf cool machen. Und hauptsächlich aber nur dagegen, nur eine Anti-Haltung, ja. Mhm. Wahrscheinlich viel Bullshit geschaut, neben dem Zocken und sich aber dann den größten Scheiß davon gemerkt, den Rest auch wieder vergessen, ja. Du bist ein Nerd, so, warum nicht googeln? Warum nicht mit ChatGPT ein bisschen arbeiten? Warum das Verlangen, so eine komische und trotzige Gegenhaltung zu haben, ja? Ja, du bist ja eigentlich nicht so ein mieser Typ. So. Das verstehe ich nicht. Du bist kein Vergewaltiger, du bist kein Frauenschläger, du bist kein Krapscher. So. Ich glaube nicht mal, dass du irgend so ein abgefuckter Sexist bist. Warum fährst du diesen Film? Ich check es nicht. Ich vermute es. Einfach nur aus einer abgefuckten Trotzhaltung. So. Das ist möglicherweise eine abgefuckte Trotzhaltung gegenüber Feminismus. Ja. Ich habe ja bereits begründet, dass ich darüber nachdenke. Ich bin fest davon überzeugt, dass Feminismus fast immer über das Ziel hinausschießt. Denk drüber nach, ob das Sinn macht, den Film, den du fährst. So. Denk drüber nach, ob du wirklich verstanden hast, dass ich gemeint habe, dass wir Männer biologisch zum Vergewaltigen vorprogrammiert sind. Sagst du so? Du hast es so gesagt, ne? Das ist Schwachsinn, das ist eine Unterstellung. Ja. Das habe ich nicht gesagt, das habe ich auch nicht gemeint. Ich glaube, niemand in meinem Chat hat beispielsweise so verstanden. Ich frage mich. Es ist biologisch vorprogrammiert. Dein Zitat. Ja, hast du so gesagt? So, ich kann auch nichts machen. Ne? Gut. Dass mehr Männer Täter sind, bedeutet nicht, dass ein Großteil der Männer Täter sind oder ein großer Teil der Männer, sondern selbst der geringste Teil der Männer könnte es sein. Und solange der höher ist als auf der Frauenseite. Ist nicht biologisch vorprogrammiert. Es ist biologisch vorprogrammiert durch die körperliche Überlegenheit. Das habe ich schon mal gesagt. Nee. Selbstverständlich, Alter. Nö. Selbstverständlich. Nö. Ey, im Knast werden die Schwächeren gefickt. Woher kommt denn das? Oh, ach so. Naja, du, das Knast, das Gefängnis ist ja auf jeden Fall das Sinnbild unserer Gesellschaft. Nein, Alter, es ist das Sinnbild vom Schmutz Junge, unserer Gesellschaft. Junge, du sag's nochmal. Und wenn wir über Vergewaltiger reden, dann reden wir genau vom Schmutz unserer Gesellschaft. Schräges Bild auf uns Menschen. Du bist ein Misanthrop und du bist nicht in der Lage, dir ein Video anzuschauen von einer wirklich coolen Frau, wo es um Sexismus geht. Du sitzt da und kannst nur geifern. Schluss, ich habe keinen Bock. Ich gebe dir einen Punkt. Ich lasse mich nicht runterziehen von dir. Ich glaube, sie ist sympathisch. Meine Welt ist rosig schön. Ich werde weitermachen, dass das so bleibt. Und du hast eine schwarze Seele, trotz pinker Haare. Und vielen Dank. Ich lasse nicht zu,
dass du so Leute wie die Carina so auf deine Art runterziehst. Ich danke dir, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, zu zeigen, was du für ein Schmock bist. Und da ist die Carina bestimmt ganz, ganz stolz darauf, dass der Baba ihr zur Hilfe geteilt ist. Der wird das ziemlich wurscht sein, die kriegt da gar nichts mit. So. Jeder bleibt seiner Reichweite treu, ich meiner, du deiner. Und alles klar. Das war's für heute. Ja, danke für das Gespräch. Ich fand's trotzdem lustig. Ich fand's eh auch witzig. Ja. Waren ein paar schöne Sachen dabei. Solltest du tatsächlich meinen, ich hatte meine Punkte oder vielleicht denkst ja nach und du kommst drauf, du bist irgendwo daneben gelegen, du kannst mir nach wie vor auf Discord schreiben. Wir können gerne nochmal diskutieren. In Bezug auf eine Statistik korrigiert bis jetzt. Gut, passt. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Habe die Ehre. Grüße an deinen Chat. Ebenso. Hauen Sie rein. Ciao.